Die beiden Tauben vor meinem Fenster sagen mir, heute wird's ein schöner Tag werden. Zu fünft geht's durch die Königsheide in Richtung Wuhlheide. Der S-Bahn-Tunnel am Ausgang wurde reichhaltig bemalt. Füchse, Wildschweine und Rehe, alles, was ein intakter Wald hergibt. Auch Gretel möchte sich dort vertreten sehen. Dann die erste Pause an der Heppendorfer Straße im Wuhletal. Wir stehen mächtig unter Strom, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Auch der Wuhle See hat sich kaum verändert. Und weiter ging's auf der Heerstraße zum Habermannsee. Noch kein einziger Badegast weit und breit. Wir fuhren im großen Bogen um den Strand herum. Mit Empfehlung an Gretel, wegen der Wurzeln gegebenenfalls zu schieben. Außerdem ist der Weg teilweise extrem abschüssig und eng. Dann am Nordwestufer unsere alte Badestelle, wo im Sommer die Nackten rumrennen. Da ragen jetzt die nackten Halme in den Himmel. Dann am Südufer des Butzersees ein Mahnmal für einen hier Gestorbenen. Man soll ja nur ins eiskalte Wasser gehen, wenn der Körper darauf trainiert ist. Dem Schwan, der hungrig ankam, war jedenfalls das Wasser nicht so kalt. Am liebsten holte er sich das Brot leicht angeweicht aus dem Wasser. Am Nordufer haben wir noch letztes Jahr gebadet. Und zwar genau an diesem Baum. Ein Schießstand auf dem Weg zum Erbtal.
geht's durch den Dahlwitzer Forst in Richtung Herpetal. Bei der Heidemühle, in der Ortschaft Heidemühle, dicht an der Berliner Grenze, hat man Stromschnellen künstlich angelegt. Mit uralten, verwunschenen Bäumen ringsrum. Und dann gibt es hier eine umfangreiche Erklärung der Tiere und Pflanzen in den Feuchtwiesen. An der Mühlenstraße überqueren wir die Erpe. Hier ist ja ein großer Baum umgekippt und liegt jetzt oberhalb der Wasseroberfläche des Erbeteichs. Interessant auch die Kopfweiden. Zu unserem Erstaunen haben sich hier Wildgänse angefunden und ihre Jungen aufgezogen. Wir fahren das Erpetal in Richtung Hirschgarten hinunter und machen erst wieder Rast an der Wuhlemündung. Noch eine Pause auf der Wilhelm-Spindler-Brücke. Dann auf dem Teltow-Kanal bei uns ist gerade Rudertraining. Wir nutzen die Parkbank für ein Selfie.